Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nicht verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Okay. Apropos Wasser. Ich war in den Ferien am Pazifik. Endlich auf, über Wasser zu reden. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Und das Meer rauschte. Und die Wellen wogten hin und zurück. Hin und zurück. Husch. Aufhören. Husch. Ach, schön. Oh, ich hoffe, die Gespräche gehen ewig. Wusstest du, dass wir auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Endlich auf, über Wasser zu reden. Furchen von Rinnsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Stopp. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Reißende Ströme, die hektoliterweise Wassermassen durch enge Schluchten gepresst haben. Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um. Schön. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ja, im Ernst. Es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Oh, bitte. Anfangen soll es als harmloses Nieseln. Aber dann soll es richtig gießen. In Strömen. Ich bring dich um. Ich schwöre, ich bring dich um. Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Plitsch, platsch. Warum tust du mir das an? Plitsch, platsch. Oh, verdammt. Jetzt habe ich sogar heimlich gehustet vor lauter Lachen, weil ich das die ganze Zeit unterdrücken muss. Ach, schön. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Endlich auf, über Wasser zu reden. Ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh, la 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 la. Meine Wanne fasst hunderte von Litern. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, you see, I've been through the desert. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufädeln. On a horse with no name. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. It felt good to be. Immer nur patsch, flatsch. Out of the rain. Pitcher, pitcher, pitcher. Jetzt halt endlich die Klappe. Ach, ist einfach ein Traum. Die Dialoge sind einfach Knaller. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Endlich auf, über Wasser zu reden. Du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann. Diese ungeheuerliche Wassersäule, die sich darin aufstaut. Und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose mache? Willst du das? Ich höre ihn noch heute rufen. Wassermarsch! Wassermarsch! Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach Ruhe. Hast du Waterworld mit Kevin Costner gesehen? Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Kannst du dir das vorstellen? Der ganze Planet bedeckt von... Nein! Wasser. Und Wasser. Und nochmals Wasser. Soweit das Auge reicht. Nade. Nade. Wasser.
Ach, schade. Ich dachte, wir kriegen noch zum Einpissen, aber leider... Ich gebe auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Noch was? Okay, wir müssen dem wahrscheinlich ein Gläschen Wasser bringen. Ach, schön. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Ich hab meinen verlegt. Guter Witz. Als würde Dr. Marcel dir einen eigenen Generalschlüssel anvertrauen. Dieser Generalschlüssel ist das wichtigste Objekt im ganzen Haus. Nicht einmal Hulgor hat einen eigenen. Und einem Noob wie dir gebe ich ihn bestimmt nicht. Einem Noob also. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Hulgor schickt mich, ihn zu holen. Hulgor kann selbst kommen, wenn er ihn haben will. Hulgor ist... Naja, er ist verhindert. Verhindert? Wo steckt er? In einem Schrank. Edna! Er therapiert seine Klaustrophobie. Dann braucht er auch den Schlüssel nicht. Der ist gut. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Na, Moment. Kann ich ihn haben? Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. Ich glaube kein Wort. Der Doktor würde den Schlüssel niemals jemand anderem anvertrauen. Und dir schon gar nicht. Jetzt sei doch nicht so. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Tja, da kommst du zu spät. Das war schon das letzte Wasser. Du hast das ganze Lager leer getrunken? Irgendwie schon. Oje, was habe ich mir nur dabei gedacht? Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Ich komme sonst nicht hier raus. Bist du jetzt bekloppt? Erstens ist es nicht erlaubt, die Anstalt zur Arbeitszeit zu verlassen. Zweitens ist die Eingangstür nie verschlossen. Nur die Hintertür. Also kann man jederzeit zur Eingangstür rausmarschieren? Klar! Es sei denn, du bist einer von den Irren. Was wir nicht sind. Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? Das ist eine gute Frage. Schon mal was von Thor, Gott des Donners, gehört? Na gut, Thor. Da kannst du ja auch einen blitzartigen Abgang machen, nicht wahr? Ja, ich spiele jetzt nämlich bei den Avengers mit. Okay, tja, wir haben einen versifften Wasserbecher und einen leeren, warte mal, einen leeren Wasserspender, ne? Der ist leer, gehe ich doch recht in der Annahme. Leer. Ja, gehe ich recht in der Annahme. Und wir haben unten Badezimmer mit Waschbecken. Oder vielleicht geht es auch in der Küche an der Spüle, ich weiß es nicht genau. Da müssen wir jetzt nicht allzu weit laufen. Dann gehe ich mal ganz kurz den Wasserbecher auffüllen. Vielleicht will der Blase ja noch ein Becherchen haben. So, da kommt man doch... Kommt man da nicht irgendwie? Gehe zur Tür. So, gehen wir mal kurz in die Küche. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht den Becher auffüllen können. Das wäre natürlich ganz famos. Spüle. Mal schauen. Oh nein. Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Was? Was? Vielleicht ein Topf mit Wasser? Der ist sauber genug. Ja, du sollst Wasser mitnehmen, nicht den Topf reinigen. Ach, jetzt habe ich Wasser in der Ohrmuschel. Okay, vielleicht sind die Strahlen... Ja, da muss ich jetzt noch einen Becher holen. Da oder? Nee, ich wusste, dass ich da falsch bin. Aber sind die Strahlen unten im Bad denn weniger stark? Oder müssen wir den Becher irgendwie verstärken? Oder? Haben wir irgendwo einen Handföhn, mit dem wir den Becher trocken föhnen können? Hallo? Ah. Ist das die Tür, die verschlossen ist? Die ist verschlossen. Okay. Könnte es die richtige sein? Mal sehen. Wow, das hat geklappt. Ich bin gespannt. Oh. Oh. Es scheint
Urne, Milchzähne. Hausaufgabenbuch, Putzi, Murmelglas, Jojo, Auto. Also es scheint fast, dass der Dr. Marcel nicht mehr alle Murmeln an der Schalmei hat. Das Bild hat doch gerade geguckt. Ich kann mich vage an Alfred erinnern. Zugegeben, er war ein schrecklich nerviger Dummbeutel. Aber dass er jetzt tot sein soll? Edna? Edna? Der Typ war ein Kotzbrocken, Edna. Ich weiß. Er war ein Ekel. Ich weiß. Er war nicht auszustehen. Ein Idiot. Ein Popanz. Ein pickliges Magengeschwür. Eine Eiterbeule. Ein Dummbrot. Vollpfosten. Arschnase. Kranbacke. Kacktüten, Hirnkummer, schwanzäugiger Kotfressen, Vollhonko. Edna! Ich vermisse ihn. Ich weiß. Dr. Marcel wird dafür bezahlen. Du meinst, er hat damit was zu tun? Sieh dich um. Es ist offensichtlich, dass der Typ gestört ist. Irgendwo in meinem Hirn ist die Info versteckt, was damals wirklich passiert ist. Darum will Dr. Marcel meine Erinnerung löschen. Und dann schiebt er es auch noch meinem Vater in die Schuhe. Wir finden das fehlende Puzzlestück, Edna. Ich verspreche es dir. Die arme Edna. Oh, ich glaube, die mochte den eigentlich. Wenn ich einen Abdruck von Dr. Marcells Kniescheibe bräuchte... Ich glaube, die mochte den wirklich. Aber wie das so ist bei kleineren Kindern, dann sagen die mal so, nee, ich mag dich nicht. Na. Vielleicht war es ja so. Krank. Und da soll der ganze Alfred drin sein? Der Mensch besteht zu 90% aus Wasser, Edna. Und eingedenk Alfreds Kopf erhöhe ich auf 98%. Alfred war schon als Baby hässlich. Das ist Alfred bei seinem Ballettunterricht. Er sah in dem Kostüm nicht nur bescheuert aus, er bewegte sich auch noch so grazil wie ein Klumpen Kartoffelbrei. Er war schon ein selten dämlicher Idiot. No, ach Edna. Alfred hat einen Schneemann gebaut. Hat der Schneemann etwa eine Krawatte? Oh Mann, Alfred, du bist so ein Vollhonko. Warum guckt denn das Bild immer in verschiedene Richtungen? Die Augen bewegen sich ab und zu mal. Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Alfred war ein richtiger Streber. Und er hat mich nie abgucken lassen. Was steht denn da auf den Rand gekritzelt? Mattis Konrad? Das ist doch der Name meines Vaters. Aber es ist nicht die Handschrift meines Vaters. Auch wenn sich da jemand offensichtlich alle Mühe gegeben hat, sie zu kopieren. Moment mal, das ist meine Handschrift. Das kapiere ich nicht. Warum unterschreibe ich im Namen meines Vaters auf Alfreds Hausaufgabenheft? Harvey? Weißt du was darüber? Oh ja, ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. An diesem Tag habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Unterschriften fälschen? Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerung einen Bart malen? Nein. Ich will die auch gar nicht zerstören. Das ist Alfred am Rand, habe ich geübt, die Unterschrift meines Vaters zu kopieren. Irgendetwas weiß Harvey darüber. Kann ich Harvey nicht mit dem Hausaufgabenbuch benutzen? Erinnerst du dich hieran, Harvey? Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Alfred und du hattet gemeinsam Privatunterricht bei Herrn Hornbusch. Der Unterricht beim alten Hornbusch war kotzlangweilig. Und während Alfred brav mitgearbeitet hat, habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Meinst du, wir können dahin zurück, damit ich die Fähigkeit wieder erlerne? Ich denke, das geht klar. Bist du bereit? Tja, dann würde ich sagen, auf in die Vergangenheit! Ja, Tempomorph für mich in die Vergangenheit. Wie du willst, halte dich fest.